1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ungefähr 20 Minuten hier unter uns im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht, heute Nacht, die neue Telefonnummer nochmal für euch. 0800 220 5050, die neue Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. So, obligatorische Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin ist Judith und Judith ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Judith, um was geht's denn? Ich bin magersüchtig. Entschuldigung, gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Dann, so besser? Ja, dann klingt's präsenter. Du bist magersüchtig. Ja. Wie viel wiegst du? 35 Kilo. 35 Kilo, bei einer Größe von? Ungefähr 1,60. Mhm. Das ist ja schon fast jetzt im kritischen Bereich, ne? Ja, ich habe auch ziemliche Angst. Ja. Wie lange wiegst du schon nur 35 Kilo? Ich bin eigentlich magersüchtig, seitdem ich 17 bin. Aber die Krankheit ist halt zum Stillstand gekommen, weil ich halt Therapie gemacht habe. Und seit 2 Jahren bin ich halt, habe ich mich von meinem Ex-Mann getrennt. Und durch den ganzen Stress, weil er ziemlich einen Terror gemacht hat, auch mit meiner Tochter, bin ich halt wieder voll in die Magersucht rein. Und so extrem ist es ja ungefähr so seit einem halben Jahr. Mhm. Was überhaupt nimmst du noch zu dir? So ziemlich gar nichts. Also morgens, wenn ich halt mit der Kleinen aufstehe, ja, sage ich dann meistens, du, ich habe schon vorher gegessen, ich bin früher aufgestanden als du oder ich habe keinen Hunger und ich habe Magenschmerzen und dann esse ich halt den ganzen Tag über nichts bis mittags, esse ich dann halt ein bisschen was, ein bisschen Kartoffeln halt und ein bisschen Gemüse, Fleisch esse ich so gut wie gar nicht, ja, und dann abends irgendwie dann noch einen Apfel oder so. Joghurt zwischendurch mal? Nee, selten. Selten. Wie ist es mit Trinken? Trinkst du oder auch das? Trinken tue ich eigentlich relativ viel. Ja, dann wahrscheinlich Wasser oder Tee oder sowas? Ja, sowas. Mhm. Mhm. Wie alt ist deine Kleine? 8. 8 Jahre schon. Mhm. Die sieht das ja auch mit, dass die Mutti immer dünner wird und immer kranker aussieht. Sagt sie was? Nein, aber ich denke, sie macht sich auch Sorgen. Mhm. Ich meine, sie kriegt auch sehr viel mit. Und halt, weil zwischen meinem Ex-Gatten und mir halt absoluter Kriegszustand ist, ja, da kriegt sie halt auch ziemlich viel mit. Und gestern sagte sie, als ich sie ins Bett gebracht habe, sagte sie, Mama, am liebsten würde ich ins Heim, dann würde ich das nicht alles mitkriegen. Mhm. Also sie leidet auch irgendwo. Mhm. Was natürlich schon ein sehr schlimmes Signal des Kindes ist, ne? Und eine schlimme Aussage. Ja. Wiegst du dich jeden Tag? Nein. Wann hast du dich jetzt das letzte Mal gewogen, dass du sagst, 35? Am Wochenende. Da habe ich mich halt bei einer Freundin gewogen. Ich selbst habe gar keine Waage. Hast du das Gefühl, dass du das Wenige, was du gerade uns beschrieben hast, was du isst, dass das noch immer weniger wird? Ja. Ich muss also auch mich zusammenreißen, um das bisschen, was ich halt zu mir gebe, halt nicht zu übergeben. Aber, hallo? Ja. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Das hast du bisher aber nicht gemacht. Nein. Das ist also keine Bulimie, sondern eine klassische Magersucht, dass du einfach nur wenig isst und die Nahrung verweigerst. Ja. Wenn du etwas gegessen hast, beispielsweise ein paar Kartoffeln oder etwas Gemüse, wie fühlst du dich danach? Als ob ich, wer weiß, was gegessen habe. Also sehr unwohl und... Ja, einfach überfressen. Plagt dich denn so den Tag über kein Hunger? Nein, ich habe überhaupt kein Hungergefühl. Nun warst du ja schon mal in einer Therapie. Ja. Du bist jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten in keiner therapeutischen Betreuung. Nein. Warum nicht? Ganz einfach, mein Ex-Gatte, der argumentiert jetzt schon mit dem Argument,
ja, man müsste mir das Kind wegnehmen, weil ich geisteskrank bin und in eine Klapsmühle gehöre und auch schon in eine Klapsmühle war. Und ich denke, wenn ich jetzt halt zur Therapie gehen würde, würde sich genau das bestätigen. Außerdem habe ich auch Angst, was dann in der Zeit halt mit meiner Tochter ist. Ja, aber du müsstest ja vielleicht gerade unter diesen Umständen, obwohl es sicher das Beste für dich wäre, nicht in eine stationäre Therapie gehen, sondern zumindest in eine ambulante Therapie. Und jemand, der wegen Magersucht in eine ambulante Therapie geht, dem wird das Kind doch nicht weggenommen. Ich weiß nicht. Ich habe davor tierische Angst. Judith, jetzt mal ganz klarer Klartext. Wenn du jetzt so weitermachst, was du im Moment tust, stirbst du. Du stirbst. Und du hast ein Kind, das du sehr liebst. Davon gehe ich aus. Natürlich. Das du sehr gerne betreuen möchtest. Du hast ja sogar Angst, dass man es dir wegnimmt. Aber dann gehst du. Dann nimmst du dich dem Kind weg. Und das Kind steht alleine da, ohne Mutter. Du bist es dir gegenüber schon schuldig, etwas zu tun. Aber du hast noch eine viel größere Verpflichtung deinem Kind gegenüber. Du bist noch da, ne? Das hört sich nur so seltsam an in der Leitung. Nee, ich höre dir zu. Also ich finde die Situation wirklich äußerst bedrohlich. Wenn du 35 Kilo nur noch wiegst, ist es wirklich nicht mehr weit hin, dass du einen Zusammenbruch bekommst. Das bedeutet, dass du auf jeden Fall in eine Klinik kommst und sicherlich eine ganze Weile stationär behandelt wirst. Dennoch schwebst du wirklich in Lebensgefahr. Ich finde, dass du, wie gesagt, allein für dein Kind jetzt alles in Bewegung setzen musst, dass dir geholfen wird. Vielleicht geht es jetzt noch mit einer ambulanten Therapie, dass du dein Kind weiter betreuen kannst und du gehst zu einem guten Therapeuten in deine Umgebung. Wie findet man denn so einen Therapeut? Ich meine, damals, wo ich die stationäre Therapie gemacht habe, das hat halt damals der Hausarzt für mich in die Wege geleitet. Das war auch weiter weg. Ich habe gar keine Ahnung, wie man sowas in die Wege leitet. Da wirst du jetzt sachkundige Auskunft gleich bekommen von meiner Psychologin, von der Anna, die hier bei mir im Hintergrund sitzt. Die kann dir diese ganzen formalen Dinge erklären, dass du das quasi morgen schon einleiten kannst. Ist dir das so klar, in welcher Situation du dich überhaupt befindest und auch dein Kind sich befindet, wenn du alles einfach so weiterlaufen lässt? Doch, schon irgendwo. Deswegen habe ich mich ja auch entschlossen, hier anzurufen. Ja, finde ich auch gut. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Es ist so, ich weiß, es ist immer so sehr schwer, essgestörten Menschen klar zu machen, dass sie etwas für sich tun sollen. Aber bei dir geht es nicht nur um dich, es geht um dein Kind. Und dein Kind hat verdammt nochmal ein Recht auf die Mama. Und dein Kind liebt dich. Ich hoffe doch bestimmt. Ja, und du liebst es sehr, hast du gerade gesagt. Ja, klar. So, jetzt musst du alles für dein Kind tun. Das heißt, du musst jetzt alles für dich tun, damit du wieder einigermaßen stabil wirst und vor allen Dingen auch diesen ganzen Krieg aushältst mit deinem Ex-Mann. Denn das ist ja jetzt auch eine Reaktion so... So gehst du ja immer mehr vor die Hunde und kannst dich da auch gar nicht mehr richtig wehren. Nee, klar. Und reagierst vielleicht so, ich will ihm das nicht unterstellen, aber wer weiß, vielleicht sogar so, das, was er will, nämlich, dass du immer schwächer wirst und er dann seinen Willen durchsetzen kann. Mhm. Ist auch was dran, ne? Ja. So, Judith, ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, ne? Ja. So, jetzt geht es um die formalen Dinge. Wie komme ich schnell an einen Therapeuten, vor allen Dingen auch jetzt mit deinem Krankheitsbild? Und ich bitte dich aufzulegen und du wirst sofort von meiner Psychologin, die heißt Anna, zurückgerufen. Mhm. Und ihr könnt dann in Ruhe alles weitere besprechen. Ja, ist okay. Ich wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen, Judith. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Heute haben wir eine freie Themennacht und morgen haben wir ein festes Thema, ein ganzes Thema für die ganze Stunde. Das Thema heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Ich möchte gerne mit euch reden, eben die ihr in einer sehr großen Lügensituation lebt. Diese Lüge belastet mein Leben. Vielleicht schon sehr lange, dass ihr euch sehr lange mit einer schweren Lüge herumschleppt und niemand weiß davon und das belastet euch sehr. Diese Lüge belastet mein Leben.
Thema hier morgen bei uns. Mike, 25 Jahre, war hier in der Leitung, ist fort. Dann geht's jetzt weiter mit Manu. Manu hat auch aufgelegt. Oder ist gekappt worden. Jetzt muss ich meine Regie benachrichtigen. Ah. Ja, hallo Tim. Ja. Hier ist irgendeine Störung. Ich höre so ein Tuten im Hintergrund. Tim ist aber auch da. Ich bin da. Ja. Bleib dir auch mal tapfer mal am Telefon. Vielleicht kriegen wir das Tuten weg. Sollen wir denn vielleicht ein bisschen Musik machen? Ah! Jetzt ist aber Tim auch weg. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann kriegen wir das schon geregelt hier. Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxen unter 0800 220 50 51. Neuer Versuch, Mike, 25 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Da haben wir ihn. Schön, dass du da bist. Um was geht's, Mike? Mein Problem ist, ich habe jetzt am Freitag einen Brief von meinem Kumpel bekommen, der im Knast sitzt, und der hat mir geschrieben, dass er mich umbringen will. Warum? Weil ich mit seiner Freundin zusammen bin, mit der er vor 4 Jahren zusammen war. Und so lange ist er im Knast? Ja, seitdem ist er im Knast, wo er dann ins Gefängnis kam, sagte mir, ich sollte auf die Freundin aufpassen von ihm. Das habe ich auch gemacht, aber daraus hat sich dann mehr entwickelt, was eigentlich nicht geplant war. Wie lange waren die beiden vorher zusammen, bevor er in den Knast gekommen ist? Die waren vorher fast 7 Jahre zusammen. 7 Jahre? Ja. Und ihr jetzt schon aber auch so lange? Nee, wir sind jetzt schon seit knapp 1 Jahr zusammen. Ach, seit einem Jahr? Ungefähr ein Jahr wird das jetzt. Und wie lange weiß er das schon? Ich habe mir das vor 3 Wochen gesagt, weil ich wusste, dass er jetzt am 17. rauskommt. Da habe ich mir das vor 3 Wochen gesagt und jetzt habe ich am Freitag den Brief bekommen von ihm. Er kommt jetzt am 17. April raus. Ja. Mhm. Und ich habe tierisch Angst vor diesem Freund, weil ich weiß, wofür er reingekommen ist und ich träume diesen. Weswegen ist er reingekommen? Schwere Körperverletzung, Raubdiebstahl, die gedealt hatte, der hat also wirklich einen Mist gemacht. Wie eng war eure Freundschaft früher? Also wir waren damals, also wir kennen uns seit so zum Kindergarten, wir waren wirklich sehr eng befreundet. Damals. Wir waren natürlich so die besten Freunde. Ja. Hat man da nicht die absolute Hemmung? Die Freundin des allerbesten Freundes ist doch eigentlich absolut tabu. Ja, das stimmt schon, aber ich habe damals ihm versprochen, auf sie aufzupassen. Nur umso schlimmer für ihn, ja. Ja. Er hat dir vertraut? Ja, er hat mir vertraut, aber das zweite Problem ist, sie ist schwanger von mir jetzt auch noch.
obendrein. Von wem ging das denn vor einem Jahr aus? Ging das mehr von ihr aus, mehr von dir? Ich würde sagen, das war von beiden Seiten irgendwie die Zuneigung. Gut, na logisch, aber irgendeiner macht immer den ersten Schritt. Ich würde mal sagen, der kam eher von mir aus, würde ich sagen. Kanntest du sie auch schon, ja, folglich kennst du sie auch schon so lange wie du deinen Freund kennst, oder? Ja, das kann man sagen. Sie kennen dich ungefähr seit 5 Jahren ungefähr, knapp. Ach so, du hast ihn ein Jahr, bevor er in den Knast gekommen ist, kennengelernt. Ungefähr. Also Freundin, ja. Nee, ich meine, wie lange kennst du ihn schon? So, wie lange seid ihr so richtig gute Kumpels? Über 12 Jahre jetzt. Ja, ja, dann, das meinte ich damit. Das heißt, dann hast du sie ja auch schon gut gekannt. Ja, kann man sagen. Kann man so sagen, ne? Also ein Freund der Familie quasi, warst du. Mhm. Das ist aber auch wirklich eine harte Sache, Mike. Es ist wirklich eine harte Sache. Ich finde, das ist so für mein Leben immer die größte Tabuzone gewesen. Die Freundin meines besten Freundes oder in anderer geschlechtlicher Rolle ist immer tabu. Ja, stimmt schon. Aber nun ist es, wie es ist. Und sie ist auch noch schwanger. Weiß er das, dass sie schwanger ist? Nee, das weiß er noch nicht, weil ich habe jetzt erstmal das Problem, dass er ihm jetzt gesagt hat, dass wir überhaupt zusammen sind. Ihm ist noch zu sagen, dass er auch schwanger von mir ist. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Du hast ihm das geschrieben? Ja, ich habe ihm das geschrieben, dass wir zusammen sind. Und ich habe ihm nicht persönlich gesagt, dass... Und was ganz genau, konkret, wie formuliert er das, was er machen will? Wo ist der Brief hinten vorne? Hier steht drin, hi Mike, ich habe deinen Brief bekommen, bin überhaupt nicht glücklich über deine Nachricht und ich werde dich kalt machen. Ausrufezeichen. Für das, was du mir angetan hast. Ich habe dir vertraut und du hast mein Vertrauen bis zum Rest missbraucht. Womit er recht hat? Ja, womit er recht hat. Womit er recht hat? Das stimmt schon. Aber das berechtigt ihn natürlich nicht, solche Dinge zu schreiben und schon gar nicht zu tun. Was machen wir jetzt? Ja, du hast richtig Angst. Du hast richtig Angst um Leib und Leben. Ja, das habe ich auf jeden Fall, weil ich traue das hundertprozentig zu. Und ja. Wenn er sowas schreibt, das ist also nicht gerade das, wo ich mit scherzen würde bei ihm. Hast du solche Gedanken schon im Kopf gehabt, mit diesem Brief zur Polizei zu gehen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich weiß es nicht, also ich, ob da überhaupt was machbar ist, wenn ich so einen Brief der Polizei verlege. Ich würde es auf jeden Fall tun. Du musst irgendwas tun. Ist klar. Und erzähl der Polizei die Situation. Hoffen wir, dass die sich ordentlich mit dir unterhalten. Ich gehe mal davon aus. Ja, mach ich. Und dass irgendein Weg gefunden wird. Aber jetzt einfach da zu sitzen, Angst zu haben, ist keine Lösung. Du musst es ja nicht an die große Glocke hängen, dass du zur Polizei gehst. Geh erstmal hin und, wie gesagt, erklär die Situation. Ja. Was sagt denn deine Freundin überhaupt zu der ganzen Angelegenheit? Also sie meinte, ich soll es nicht so ernst sehen, aber ich sehe das bei ihm schon ziemlich ernst, weil sie meinte, er wäre nicht so drauf, aber sie... Aber sie kennt, sie kennt ihn ja auch ganz gut. Ja, sie meinte, so wäre er nicht drauf, aber ich kenne ihn schon wesentlich länger als sie. Sie kennt ihn nicht so lange wie ich, aber... Nur weil sie jetzt auch noch ein Kind bekommt, deshalb bin ich mir dann nicht klar, ganz wenn er das, sicher. Klar, wenn er das dann auch noch hört... Ich glaube, dann wird sein Hass, den er jetzt bis jetzt hat, auf mich bestimmt noch größer als vorher, den er jetzt hat. Würde ich mal sagen. Würde der in seiner Wut einen Mord begehen? Wirklich ein Mord? Ich weiß es nicht. Vielleicht schlägt er mich auch nur zusammen, ich weiß es nicht, aber zutrauen würde ich ihm also. Ich weiß nicht, wenn er es mit der Schwangerschaft auch noch hätte, ob er meine Freundin dann auch noch was kriegt. So Mike, meine beiden Ideen sind Polizei und parallel dazu Weißer Ring. Sagt dir Weißer Ring etwas? Das habe ich jetzt schon mehrmals in deiner Sendung gehört, ja. Was es genau ist, weiß ich nicht. Kriegst du gleich von uns die Telefonnummer von meiner Psychologin? Ja. Erkundige dich bei beiden. Das ist immer gut. Hast du schon mal zwei fachkundige Auskünfte? Weißer Ring halte ich sehr viel von. Eine Vereinigung, die sich um Opfer bemüht. Und du bist ja ein eventuelles Opfer demnächst. Also du legst bitte auf. Meine Psychologin ruft dich zurück wegen der Telefonnummer Weißer Ring und wende dich an den Weißen Ring, wende dich an die Polizei. Okay, danke. Toi, toi, toi. Ja.
Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein klein bisschen Zeit, bis das Fernsehen sich dazu schaltet, das wieder Fernsehen. Ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Das Thema heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Und wir machen, bis der Fernsehvorspann läuft, ein paar Takte Musik nochmal. Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine dicke Verspätung, bitten das zu entschuldigen. Haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen mit einer freien Themennacht. Und das bedeutet ja, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, reden wollt, streiten wollt, ganz egal was. Also, die Telefonnummer, die neue Telefonnummer lautet 0800 220 50 50. Und die Faxnummer lautet 0800 220 50 51. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Daniela. Und Daniela ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Daniela. Hallo? Daniela schweigt. Hallo? Dann geht das nicht mit Daniela. Ach, aber pfiffig wie wir sind, haben wir hier noch einen. Noch eine Daniela, hallo, 17 Jahre alt. Ja, hallo. So, jetzt bist du schon dran. Ja. Daniela Nummer 2. Um was geht's bei dir, Daniela? Also, ich weiß nicht, das ist eigentlich genau dasselbe Thema, was vorhin dran war. So. Also, mein Freund ist inhaftiert und ich hatte einen Seitensprung und ich bin von meinem Seitensprung schwanger. Du bist von dem Seitensprung schwanger? Genau, ja. Mal die Grundfakten. Wie lange ist dein Freund schon im Knast? Seit März letzten Jahres. Seit März 2002? Und ja. Wie lange wird er drin sein müssen? Bis September noch. Achso, bis also 2003, jetzt in diesem Jahr. Ja. Weswegen sitzt er im Knast? Wegen Volksverhetzung und Körperverletzung. Wegen Volksverhetzung? Was hat er gemacht? Ja, er hat den rechten Arm gehoben. Kommt er aus der rechten Szene, aus der Skin- oder Nazi-Szene? Ja, aus der Neonazi-Szene, um genau zu sein, ja. Also wegen Volksverhetzung und wegen Körperverletzung, sagst du? Ja. Was hat er da angestellt? Ja, er hat jemanden ziemlich derbe zusammengeschlagen. Wer war dieser jemand? Das war ein Schwarzer. Wie schwer hat er diesen Menschen, den Mann, zusammengeschlagen? Ja, er hat es noch überlebt, auf jeden Fall. Hat der Mann schwere Folgeschäden, weißt du das? Nein, das hat er nicht. Aber er lag, wenn du sagst, er hat es noch überlebt, heißt das, dass der Mann sehr schwer verletzt war? Ja, der hatte ziemlich viele Schrammen, war auch am Bluten, so wie ich gehört habe. War ich nicht dabei. Im Krankenhaus? Ja, das weiß ich auch nicht. Das weißt du auch nicht. Nein. Bevor wir jetzt über den Seitensprung reden, ist dir das nicht sehr zuwider, dass dein Freund so etwas tut? Ja, doch. Das habe ich ihm auch gesagt. Also du gehörst nicht dieser Szene an? Nein, ich gehöre der Szene nicht an. Habt ihr denn darüber diskutiert, auch also bevor er das gemacht hat, generell, habt ihr darüber diskutiert? Mit ihm kann man nicht diskutieren. Also wenn er meint, er hat recht, dann hat er recht. Und wenn man Widerworte gibt, dann gibt es wieder Streit. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit knapp anderthalb Jahren zusammen. Das heißt, du hast ihn da irgendwie dann schon so machen lassen und hast dich aber nicht getraut, ihn da immer wieder so darauf anzusprechen, weil, wie du sagst, man mit ihm nicht großartig diskutieren kann. Ja, genau.
Aber so ganz grundsätzlich, ist dir das denn nicht doch immer eher wirklich widerlich gewesen, wenn du dir vorgestellt hast, jetzt ist er wieder da, jetzt macht er das, es könnte dieses und jenes passieren? Ja, wenn es mit ihm alleine war, war er ganz anders. Dann war er nicht so recht extrem. Mhm. Er hat ja keine Parolen geschwungen oder so. Mhm. Das habe ich dann immer nur von seinen Kollegen gehört, wenn die mal bei uns zu Besuch waren und so. Mhm. Ist das zum ersten Mal im Knast? Nee. Also schon mehrfach, wegen ähnlicher Delikte? Ja. Mhm. Warum liebst du ihn so sehr? Ja, weiß ich nicht. So. Der kümmert sich um mich, der ist total lieb eigentlich. Aber du darfst ihn nicht fragen, du darfst ihn nicht kritisieren. Ja, kritisieren darf ich ihn, aber nicht auf dem Thema Rechtsextremismus. Na gut, aber das ist ja schon ein sehr wichtiges Thema. Ja. Das heißt, du hast ja auch gar keine Chance, ihn vielleicht irgendwie zu überzeugen oder ihn da wegzuziehen. Das geht gar nicht, weil er dann dicht macht. Ist er dann auch aggressiv dir gegenüber? Ja, wenn er genug getrunken hat, ja. Hat er dich ja schon mal geschlagen? Nein, nicht so ganz. Aber ein bisschen? Ja, der hat mich ein bisschen rumgeschubst. Mhm. Jetzt hast du einen Seitensprung. Ja. Erzähl mal, was da passiert ist, genau. Mit einem von seinem Kollegen. Also wir hatten eine Feier, aber sein Kollege ist auch nicht rechts. Einer von den wenigen. Mhm. Ja, wir hatten eine Feier und haben uns ziemlich gut unterhalten und so. Ja, und dann kam das. Und jetzt bin ich von ihm schwanger. Und ich denke mal, wenn ich das meinem Freund sage oder wenn ich mit ihm Schluss mache, dann muss ich nur warten, bis er aus Haft raus ist und dann will er mich suchen. Mhm. Ja. Na, dann hätte man letztes Stündlein geschlagen. Dein letztes Stündlein? Das heißt, dein Freund würde dich, ich denke mal, ja, zusammenschlagen. In der Hinsicht ist er ziemlich grob. Das heißt, er würde dich nicht nur in Anführungszeichen zusammenschlagen, du hättest richtig Angst, dass er dich umbringen würde. Ja. Hm. Weiß der Seitensprungmann, dass du von ihm schwanger bist? Ja. Das heißt, das kann also durch den auch irgendwie zu deinem Freund hinsickern, ne? Der traut sich das ja auch nicht, weil er... Weil er auch Angst hat für ihn. Mhm. Ja. Mhm. Also du bist eine richtig regelrechte Zwickmühle, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wie lange weißt du jetzt schon, dass du schwanger bist? Ja, das weiß ich seit circa 2-3 Tagen. Mhm. Also vor 3 Tagen hat das angefangen mit Schlechtsein und so und dann bin ich vor 2 Tagen zum Arzt. Ja. Gab es schon Überlegungen, dass du aufgrund dieser Angst das Kind abtreiben würdest wollen? Ja, auf jeden Fall würde ich abtreiben, so würde mein Freund das ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Aber? Ja, aber ich möchte so eigentlich gar nicht abtreiben. Mhm. Wen hast du denn jetzt schon einbezogen in deine Sorgen? Wer weiß das denn, außer dem Erzeuger des Kindes? Eine Mitbewohnerin aus meinem Heim, mit der ich eigentlich über alles sprechen kann. Ja. Du wohnst, machst du so betreutes Wohnen oder ja, was? Mhm. Betreutes Wohnen, ja. Also eine Mitbewohnerin, keine Betreuerin? Nein, würden meine Erzieher das wissen, meine Betreuer, müsste ich ausziehen, da müsste ich im Mutter-Kind-Heim und das möchte ich nicht. Mhm. Aber wie würdest du dir denn, nehmen wir mal an, das würde sich irgendwie regeln mit deinem Freund, wie würdest du dir denn deine Zukunft vorstellen? Das ging doch gar nicht anders als Mutter-Kind-Heim. Ja. Ja, das ist mir auch klar, aber ja, ich weiß nicht, das ist alles richtig neu für mich. Mhm. Also alles ist kompliziert irgendwie. Ja. Mhm. Jetzt hast du wahrscheinlich schon in den letzten Tagen, seitdem du das weißt, wahnsinnig gegrübelt und hin und her überlegt. Sag mal so ein paar Überlegungen, die du hattest, außer der Überlegung abzutreiben. Ja, einfach abzuhauen, direkt andere Stadt oder so ganz neu anfangen. Mhm. Oder mein Freund das beichten, aber das kommt eigentlich nicht so in Frage. Mehr Überlegungen hatte ich nicht, mehr kommt eigentlich gar nicht in Frage. Ja. Wie sieht denn dein Kontakt zu deinem Freund aus, der jetzt schon ein gutes Jahr im Knast ist? Besuchst du ihn, schreibt ihr euch oft, wie geht das? Ja, ich bekomme eigentlich so alle 4 Tage Briefe von ihm. Mhm. Und ja, so anrufen tut er auch gelegentlich, besuchen fahren tue ich ihn auch ab und zu mal. Ist denn ein Mensch, Daniela, liebenswert? Kann man den lieben? Ja. Dem man zutrauen, lassen wir sagen, dem man zutrauen würde, dass er einen, nachdem so etwas passiert ist, umbringt? Ja, ich denke mal, der Nietnagel, also mein Freund, so, der ist so ein ganz komischer Mensch in der Hinsicht. Mhm. Also man kann ihn lieben, er ist wirklich eine liebenswerte Person. Mhm. Nur er hat einige Fehler, einige viele. Mhm.
Könntest du das denn dir vorstellen, auch ohne ihn zu leben? Nein. So wegen ihm bin ich zu Hause rausgeflogen und er hat sich dann mit um mich gekümmert und so. Ich konnte eine Zeit lang bei ihm unterkommen, bis ich im Heim rein konnte. Und ohne ihn, das wäre komisch, das wäre ein komisches Gefühl. Dieser Seitensprung, wie ist der überhaupt passiert? Also wir hatten eine Feier und ja, haben ein bisschen was getrunken, Musik gehört, haben uns unterhalten, ziemlich gut unterhalten. Mhm. Ja, dann kam das. Ist von euch beiden so irgendwie ausgegangen? Mhm. Also es ging nicht direkt nur von dir aus oder von dem anderen, es ist so, hat sich dann so ergeben. Aber in den bist du nicht verliebt, in den Mann? Nein. Überhaupt nicht? Hat er schon einen Vorschlag gemacht, was zu tun ist? Nee, er weiß es selber nicht. Also er hat nur gesagt, dass wir am besten nicht Not verhalten, also dass keiner von uns beiden Not sagt zu ihm. Ja, nur gut, aber das ist irgendwann, sieht er es ja, wenn du schwanger bist. Ja, wenn das du, ist mir auch klar. Ja, da würde ich dich gerne jetzt nochmal genau fragen. Eigentlich, so nach deinem Gefühl, von deinem Gefühl her, käme eine Abtreibung nicht in Frage. Nee. Das zum Beispiel, Daniela, finde ich ein ganz wichtiges Gefühl. Ja. Ich habe schon so oft mit Frauen gesprochen, die aufgrund von äußerem Druck haben abtreiben lassen und die so unglücklich waren und sich so Vorwürfe gemacht haben. Nun ist deine Situation in der Tat kompliziert. Gibt es denn in diesem Heim, in dem du da wohnst, gibt es da eine Vertrauensperson, die du sehr gut findest, zu der du Vertrauen hast und die du auch magst, einen Betreuer? Ja, den Herr Völschhoff, den Herr Michael Völschhoff. So, das ist ein super guter Betreuer auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn ich es ihm sage, so, er könnte auch nichts daran ändern. Ich müsste trotzdem ausziehen. Ja, aber das wird vielleicht sowieso so sein, wenn du das Kind bekommst. Ich will jetzt darauf hinaus, dass du mit einem wirklich guten Menschen deine schwierige Situation besprichst. Und zwar ein Mensch, der dich auch länger begleiten kann. Wir beide unterhalten uns jetzt auch darüber. Aber das sind nur ein paar Minuten und dann muss ich dich wieder allein lassen, weil ich weit weg bin und mich eben nicht die nächsten Wochen und Monate um dich kümmern kann. Aber da wäre jemand, und das ist so meine Idee, den du einweihen solltest, um gemeinsam mit ihm zu beraten, wie dir am besten geholfen werden könnte. Denn es muss ja jetzt was geschehen, Daniela. Ja, ja. Und zwar so schnell wie möglich. Ja. Und wenn du auch dann aus diesem Heim raus müsstest, wäre das ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es eine gute andere Lösung gäbe. Oder? Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja jetzt schon ungewohnt im Heim und so und dann direkt wieder das Heim wechseln. Verstehe ich. Und das ist ja auch nur ein Teil des Problems. Das andere Problem ist ja dein Freund. Was machst du mit deinem Freund? Sagst es dem nicht. Ja. Gehst du irgendwo hin, wo er dich nicht findet? Wie soll es weitergehen? Das ist jetzt nicht so leicht zu entscheiden. Deswegen wäre mir so wohl, wenn du sagen würdest, okay, ich vertraue mich jetzt diesem netten Mann an, um mit dem das wirklich richtig zu besprechen. Weil es geht ja auch darum, dich zu schützen, dass nicht schlimme Dinge passieren, dass dein Freund dir wirklich nichts antut. Vielleicht wäre es wirklich gut, wenn man dich erstmal etwas von der Bühne wegnehmen würde, dass er wirklich nicht weiß, wo du bist und was los ist. Dass du ihm vielleicht einen Brief schreibst und Schluss machst. Oder ich weiß nicht, es gibt sicher eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber du musst einen Ansprechpartner haben. Ja, aber mein Freund würde mich überall finden, so weil er ein ziemlich bekannter Neonazi ist und er kennt ziemlich viele Leute. Also, zwei Sachen. Ich wiederhole nochmal, ich fände es sehr gut, wenn du dich diesen Menschen anvertrauen würdest. Ja. So, das zweite ist, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Das ist Anna. Und Anna wird sicher auch dir gleich noch ein paar Tipps geben, wo du dir noch Hilfe holen kannst bezüglich deines Freundes. Es gibt immer wieder Situationen, dass Leute in so eine Lage kommen wie du, auch die mit diesen politischen Kreisen in Kontakt sind. Das möchte ich jetzt ja auf dem Sender nicht so sagen, wie man das am besten macht, um sich da zu schützen. Dann sprichst du mit der Anna weiter, okay? Okay. Darf ich noch jemanden grüßen? Darfst du. Okay, ich grüße Ramona Rüpen aus meinem Heim und meinen Erzieher Michael Völschhoff. Okay. Alles klar. Liebe Daniela, du legst bitte auf und Anna ruft dich an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema.
eine Themennacht und das Thema morgen heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ja eine große Lebenslüge habt. Vielleicht schon sehr lange eine Lüge mit euch herumtragt, vielleicht schon Jahrzehnte, wer weiß, die euch letztendlich sehr belastet, euer Gewissen sehr belastet. Niemand weiß davon. Also Thema morgen Nacht, diese Lüge belastet mein Leben. Jetzt bin ich verbunden mit Markus, 30 Jahre alt. Ja, hi. Hi. Und da ist auch noch eine Jacqueline bei dir. Genau, meine Freundin, ja. Die ist 19 Jahre alt. Die ist 19, genau. Um was geht's denn, Markus? Ja, ich habe so einen kleinen Femel, weißt du? Ich hab Bock auf Rasieren, weißt du? Ich stehe auf Intimrasur. Mhm. Und ja, mache ich auch täglich jetzt mittlerweile schon. Und bei dir selbst? Ja, bei mir selbst. Und na, ich hole mir dabei immer einen runter und so. So. Das und, heißt also, es erregt dich selbst, wenn du dich rasierst? Ja. Mhm. Währenddessen, und ja, ich stehe da voll drauf. Wenn ich von der Arbeit komme und so, ich gehe in die Wanne, fange an halt und ja, schließe Tür zu. Und meine Freundin, die mich auch darauf gebracht hat, mich zu rasieren und so. Wie lange ist das her, dass sie dich... Die hat gar keinen Bock drauf. Achso, die hat gar keinen Bock drauf? Ja, dass ich ständig da rumhänge und so. Und, ja, weil für sie ist das irgendwie jetzt ziemlich abgefahren und so, was ich da mal... Weil ich sehe mich da auch immer wie, als wenn ich irgendwo im Porno bin oder so, weißt du. Das kann ich nicht so nachvollziehen, wenn man sich da rasiert, dass man sich ja wie im Porno fühlt. Ja, ich weiß nicht. Ich denke an ganz viele Sachen und... Ja. Also du denkst dann an mehr Sachen, als wenn du das nicht machst. Ja, eben drum. Wie lange praktizierst du das jetzt schon so? Ja, seit guten halben Jahr. Aber die Freundin hat dich draufgebracht? Die hat mich draufgebracht, ja. Weil sie sagt, das sieht cool aus, mach das mal, oder wie? Ja, sie ist selber auch intim rasiert, aber... Ja? Ich kann sie ja eigentlich... dabei nicht so ein Febel gekriegt wie ich. Ich würde sagen, ich frage sie ganz einfach selbst mal. Ja, frag sie. Ich gebe sie dir mal. Wir reden gleich weiter, Markus. Gib mir mal die Jacqueline. Alles klar, ich gebe sie dir mal. Hallo, Jacqueline. Hallo. Hallo, Jacqueline. Wo liegt jetzt das Problem, dass Markus sich intim rasiert? Ja, also ich bin der Meinung, dass es einfach nicht normal ist, dass er kommt von der Arbeit nach Hause, sagt kurz Hallo und verschwindet sofort ins Badezimmer, geht baden. Jeden Abend? Jeden Tag immer. Jeden Tag? Und immer sofort, wenn er von der Arbeit kommt. Und legt dann das Messer an? Hm? Ja. Und legt dann das Messer an? Und ich finde nicht, dass das gerade normal ist. Nee, vielleicht nicht so krass, vielleicht nicht, ja. Aber du hast ihn draufgebracht, du hast gesagt, hier, mach das mal, das sieht ja, schöner. Weil ich das besser finde, aber ich habe ja nicht gleich gedacht, dass er gleich so ja. ist, ne? Also im Klartext, dir ist das einfach übertrieben und zu viel. Mhm. Ist da auch so ein bisschen Eifersucht dabei, weil er dabei dann ja auch seinen eigenen Spaß hat? Ja, natürlich. Ja. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Dann ist es ja schon eine komische Situation. Er schließt sich im Bad ein und du weißt, der geht jetzt ins Bad, in die Badewanne, der rasiert sich und macht dann die anderen Sachen auch noch. Ja, und das ist echt jeden Abend und ich finde, das ist echt nicht mehr normal. Ich finde, der hat echt an einer Klatsche langsam schon. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Wie lange? Ja? Ein Jahr. Ein Jahr. Und das war vorher anders? Vorher. Ich habe ihn ja darauf gebracht. Ja, ist mir klar. Und seitdem. Also ungefähr seit 3 Monaten ungefähr. Ja. Leidet denn eure Sexualität auch darunter? Hast du den Eindruck, dass er gar nicht mehr so scharf auf dich ist? Ja, das ist es ja eben auch. Das kommt hinzu. Ja, wenn wir halt gerne in der Badewanne das auch. Ja. Und das finde ich auch irgendwie ziemlich komisch. Da habe ich auch nicht so wirklich die Lust zu. Ja. Und keine Ahnung, also ich finde das echt... Also man kann sagen, seitdem er auf die Intimrasur gekommen ist, ist irgendwie alles durcheinander bei euch. Ja. Wie oft rasierst du dich denn? Wie oft ich mich rasiere? Ja. Alle 3 Tage. Alle 3 Tage. Ja. Und das langt dann auch? Ja, natürlich. Ja. Ich hatte auch bestimmt nicht solche Gefühle wie er da, ne? Ja. Wie erklärst du dir das? Hast du eine Idee, dass der plötzlich da wie Jack drauf ist, sich zu rasieren und dann dadurch auch noch in Wallungen gerät? Also ich kann es mir nicht erklären. Ich könnte es mir auch nie vorstellen. Also bei mir wird das, glaube ich, nie so sein. Ja. Also keine Ahnung. Er schließt sich ein. Er redet ja auch nicht so darüber. Ja, aber jetzt hat er ja darüber geredet, oder? Ja, schon, aber... Ich will nochmal auf diesen Vorgang zu sprechen kommen. Er schließt sich dafür im Badezimmer ein. Ja. Mhm. Hat er sich früher auch im Badezimmer eingeschlossen, wenn er gebadet hat? Nein, hat er sich nicht. Mhm. So, jetzt Jacqueline, gib mir den Markus bitte nochmal. Ja, mach ich. Ja. Tschüss. Ja. Warum ist das so? Warum das so ist? Mhm. Was meinst du denn? Warum ich das mache? Und ja, warum? Mich antörend. Ich hab da Bock drauf. Ja, und warum das so exzessiv jetzt ist? Ja. Genügt dir deine Freundin nicht mehr?
Doch, Logo, normal, ja, aber wenn, ich habe auch mal Bock mit ihr da drüben und aber sie hat dass ja sie ja auch mal dabei ist, wenn ich mich rasiere und mir dabei ein, na. Aber sie hat ja gerade gesagt, dass euer Sex seitdem auch nicht mehr so der Reißer ist. Ja, das bildet sie sich vielleicht ein oder sowas. Warum schließt du die Tür ab, wenn du das machst? Ja, warum? Weil ich weiß, dass sie bestimmt ihren Anfall kriegt, hysterisch und bla und abdreht dann oder was. Könnte man, Markus, wenn du so drauf stehst, was ja okay ist, könnte man denn das nicht mit einbinden in eure Sexualität? Dass sie dich zum Beispiel rasiert ab und zu? Ja, das ist es. Das wollte ich dir ja gerade sagen. Darauf habe ich ja Bock. Und das will sie nicht? Nee, nicht wirklich. Gib sie mir mal eben. Das würde ich gern von ihr hören noch. Mhm. Hallo? Hin und her mit dem Telefon, Jacqueline. Ich habe gerade zu Markus gesagt, ihr könntet das doch eigentlich in eure Sexualität einbinden. Nämlich, dass du ihn vielleicht auch ab und zu mal rasierst oder er dich, dass er das gegenseitig macht. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil irgendwie, ich bin der Meinung, dass er muss ja auch andere Gedanken haben, wenn er das macht. Mir geht das doch nur um Hygiene, das ist das, deswegen hast du mir das auch gesagt. Das ist nur Hygiene immer. Ja, Hygiene, nur um Hygiene geht es nicht. Mit Erotik hat das wohl gar nichts mehr zu tun, wa? Also, wäre das denn möglich, dass ihr das zusammen macht und dass du das bei ihm vielleicht auch machst? Ja, möglich vielleicht schon, aber ich finde halt dieser Gedanke, was er da halt immer gemacht hat. Nee, Hygiene, nur Hygiene, weil ich schon da ganz alles sauber. Sag ihm mal, er soll ruhig sein. Ich bin gar nicht dabei. Markus, du sollst mal ruhig sein jetzt endlich. Ja. Schon weil ich überhaupt daran denke, was er da macht im Badezimmer und so. Weil ich finde das irgendwie voll. Ja, aber gut, aber wenn du dabei wärst, dann wäre das ja schon mal erledigt, das Ganze. Dann bist du ja halt dabei und kannst auch ja, mitwirken. Ja, aber das macht dir halt auch keinen Spaß. Immer an der Badewanne und immer nur rasieren und so. Mhm. Gut. Also ich kann nicht rasieren. Also können wir im Wohnzimmer rasieren. Wir können überall rasieren. Also Jacqueline, dir macht es keinen Spaß, so, und du möchtest auch nicht das bei ihm machen. Nee. Du möchtest, dass das reduziert ist. Er soll das ab und zu ruhig mal machen, aber nicht in dem Maße wie. Ab und zu wäre das ja noch in Ordnung. Ich muss das ja nicht unbedingt mitbekommen. Aber jeden Tag, da bekomme ich das halt jeden Tag okay. mal mit. Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Dann gibst du mir den Markus bitte nochmal. Ja, mache ich. Hörst du? Ja, Markus. Das ist. Nee, ich habe es aber jetzt gehört. Ist aber verklemmt. Ich glaube, sie ist nur wegen Hygiene. Das ist nur Hygiene bei ihr, dass sie, weil alles sauber ist. Und ich glaube, sie denkt dabei gar nicht an Sex, obwohl sie mir das mal empfohlen hat und mich da echt auf einen geilen Tipp gebracht hat. So, Markus, pass mal auf. Wenn du das Mädel liebst, ja. Und wenn das eine tolle Beziehung ist, die ihr beide habt, dann hast du verdammt nochmal auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf ihre Gefühle. Und wenn ihr das zu viel ist und ihr das zu krass alles ist, dann fahr dich mal ein bisschen runter und kümmere dich mehr um die Freundin. Du musst dich nicht jeden Tag einschließen im Badezimmer und dich rasieren. Es muss wirklich nicht sein. Es sei denn, du bist irgendwie so abgedreht im Moment, dass du auch von deiner Freundin nicht mehr so viel wissen willst. Wenn dir das Mädel was wert ist, kannst du das auch ein bisschen runterfahren. Ja. Und ich habe sie gerade so verstanden, dass sie, wenn das in Maßen passiert, ist das für sie ja auch völlig in Ordnung. Aber hast du das so verstanden? Weil für sie ist das mehr so ein Sauberkeitsding. Mehr, das, für sie hat das nichts mit Erotik zu tun. Das ist mehr so ein Clean-Ding für sie. Ja. Und für mich ist das so ein erotisches Ding. Ja, da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden, dass es für dich erotisch ist. Aber du musst es ja nicht so übertreiben, dass ihr das so zuwider ist. Geh doch mal einen Kompromiss einfach ein. Machst du einfach ein bisschen weniger. Ja. Dann habt ihr weniger Stress miteinander und du magst das Mädel. Ja, ich lieb sie. So, wenn man jemanden liebt, muss man wegen so einem Pillepuh, muss man keinen Streit haben. Na ja, aber wirklich. Also wirklich, Markus. Also meinst du, ich sollte mich ein bisschen ranhalten und mal... So finde ich. Ein bisschen runterfahren diesbezüglich. Ja. Alles Gute. Okay, wunderbar. Ich Tschüss. Danke dir. Grüß an Jacqueline nochmal. Tschüss. Mach ich. Okay, ciao. Daniela, 21. Ja, hallo. Die wir vorhin schon mal haben wollten, ne? Ja. Und da war die Leitung irgendwie weg. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem und zwar, ich leide sehr darunter, dass ich mit anderen Leuten spreche, wenn ich alleine bin und ich sehe die dann auch richtig. Das habe ich nicht verstanden. Du hast ein Problem, mit anderen Leuten zu sprechen? Nein, wenn ich alleine bin, sehe ich Menschen und spreche mit denen, obwohl keiner da ist. Ach so, du sitzt irgendwo zu Hause in deinem Zimmer? Ja, oder auf Arbeit oder in der U-Bahn, das ist echt überall. Und siehst real, du siehst die Leute? Ja, ich sehe die Leute und rede dann auch mit denen richtig. Sind das ganz normale Leute, so die man in U-Bahnen sieht? Sind die auch so angezogen wie wir oder sind die altmodischer angezogen oder haben die Uniformen an oder was oder wie? Nee, das sind ganz normale Leute, die ich teilweise kenne oder auch... Ach so, die du sogar kennst? Ja, oder halt
Leute, die ich auch kenne und gerne mit denen gut auskommen würde. Aber in Wirklichkeit komme ich nicht mit denen klar. Ach so. Zum Beispiel? Ich habe alte Schulfreunde, mit denen ich überhaupt nicht klarkam. Mhm. Und dann, wenn ich die sehe, reden die ganz normal mit mir und dann komme ich auch mit denen klar. Oder ich sehe meinen Vater, der tot ist. Ja. Und komme dann auch mit dem klar, obwohl ich im wirklichen Leben halt nicht mit ihm klargekommen bin. Wie lange ist dein Vater schon tot? Das wären jetzt 3 Jahre. Ja. Welche Hauptprobleme hattet ihr so miteinander? Mein Vater, der hat uns, also ich habe noch 2 Geschwister, eine hat er vergewaltigt, mich hat er sexuell belästigt und meine kleine Schwester, beziehungsweise alle 3, hat er dann halt immer geschlagen. Mhm. Dennoch, was der Vater mit euch gemacht hat und euch angetan hat, möchtest du gerne, eigentlich ist der Wunsch da, ein gutes Verhältnis zu ihm zu haben. Ja. Und wenn du ihn dann so siehst, obwohl er nicht da ist, obwohl er ja schon tot ist, ist das Verhältnis gut und du redest mit ihm über alles Mögliche. Ja. Hm? Sind diese Menschen, sehen die so ganz real aus, so wie du und ich? Ja. Oder sehen die so ein bisschen verschwommen aus? Oder? Wenn ich zu Hause bin, sehen die meistens halt ganz real. Ganz real. Und wenn ich halt so in der U-Bahn bin, wenn ich unter Leuten bin, dann verschwimmen die auch schon mal ein bisschen. Bist du schon mal ein bisschen näher rangegangen, um zu versuchen, die anzufassen, die Menschen? Ja, wenn ich abends im Bett liege und dann denke ich halt, dann liegt jemand neben mir und ich fühle dann auch die Wärme. Mhm. Aber so Haut und so, das, nee, nee, so weit, das, also das will ich nicht. Wie machst du das denn, wenn du solche Bekannten, es sind ja meistens bekannte Menschen, die du siehst, in der U-Bahn siehst, du redest dann mit denen, dann denken die anderen Leute doch hier, die hat einen Riss in der Birne oder wie? Ja, ich rede nicht laut, ich bewege zwar meine Lippen und ich gucke mich dann auch immer um, ob mich jemand zuguckt oder so. Mhm. Aber wie lange geht das schon so? Du bist jetzt 21 Jahre alt, dass du solche Erscheinungen, ich nenne es mal Erscheinungen, solche Erscheinungen hast. Solange ich denken kann. Das gehört schon ganz normal zu meinem Leben dazu. Ach so, als Kind, als Jugendliche auch? Ja. Und tauchten dann immer Leute auf, mit denen du eigentlich Stress mal hattest oder hast? Ja, genau. Und du dir das wünschst, dass die, dass alles wieder gut ist? Ja, ich hatte auch nie viele Freunde oder so. Mhm. Ich war eigentlich immer ein Einzelgänger. Mhm. Und ja. Was machst du so in deinem Leben? Hast du einen Beruf oder bist du Studentin oder was machst du? Nein, ich gehe arbeiten. Was arbeitest du? Ich arbeite in einem Sicherheitsunternehmen. Im Sicherheitsunternehmen. Mhm. Mhm. Und lebst alleine in einer Wohnung? Oder? Ich lebe mit einer Freundin in einer Wohnung. Und kriegt die Freundin das auch mit? Vermutlich ja, ne? Ja, ich rede mit der Freundin sehr offen darüber. Mhm. Sie versucht mir auch zu helfen. Sie war auch beim Arzt für mich und hat auch bei dem Arzt nachgefragt. Und der meinte halt, ich sollte unbedingt eine Therapie machen. Mhm. Aber ich habe schon bei Therapeuten angerufen und die haben einfach keine Zeit. Mhm. Und ich habe auch Angst, in Therapie zu gehen, weil ich war schon mal in Therapie und da haben die mir einfach gar nicht zugehört. Mhm. Dann hast du Pech gehabt, Daniela. Dann warst du bei einem schlechten Therapeuten. Ja. Da gibt's ja auch solche und solche, ne? Da gibt's ziemliche Hirnis und da gibt's ganz tolle Leute. Mhm. So wie in jedem Beruf. Ja. Jetzt rufst du bei mir hier heute Nacht an und erzählst mir davon. Das ist das erste Mal, dass ich darüber wirklich rede, außerhalb mit meiner Freundin, die ist das Einzige, die das weiß. Ja. Wie mutig. Ja, das ist auch sehr schwer für mich, darüber zu reden. Das glaube ich. Weil man hat ja vielleicht auch Angst vor der Reaktion, dass der andere dann sagt, ach du spinnst ja, ne? Oder du bist bekloppt, ja, genau, oder so. Ne? Das ist so. Mhm. Mhm. Aber was hat dich jetzt bewogen, hier anzurufen? Weil ich kann einfach nicht so weitermachen. Das ist einfach so, dass es immer stärker wird, das Gefühl, dass ich alleine sein muss und mit denen reden muss. Mhm. Und ich halte das nicht mehr aus. Das ist wirklich wie, als wenn. Ich drehe wirklich durch davon. Also. Ja. Redest du mit diesen Leuten eigentlich nur so Belanglosigkeiten oder redest du mit den Leuten auch über ernste Dinge, die euch betreffen, die eure Beziehung betrifft? Ich rede zum größten Teil immer über meine Probleme, halt was in meiner Vergangenheit passiert ist mit denen. Mhm. Und ich habe auch dann das Gefühl, die verstehen mich richtig. Mhm. Mhm. Und dann rede ich halt auch mit denen einfach nur Quatsch. Ja, ja.
Oder lach mit denen richtig oder sing mit denen und so. Für mich hört sich das so an, Daniela, als hättest du eine unglaubliche Sehnsucht, ganz viele Dinge zu bereinigen, die schiefgelaufen sind. Oder Dinge zu bereinigen, wo man dir auch vielleicht Schmerzen zugefügt hat, wo man dich verletzt hat. Ja. Ich finde, dass deine Freundin, also sei erstmal froh, dass du die Freundin hast. Das ist sicher sehr, sehr wichtig für dich. Ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Sonst läuft nicht viel mit Freundschaften. Doch, ich habe schon, also mittlerweile habe ich einige Freunde, ja, die ich auch vertraue, aber mit denen rede ich halt über sowas nicht. Ja, hast du auch schon mal einen Freund? Ja, ich war letztens, ich bin jetzt 3 Monate solo und hatte vorher eine Beziehung von 3 Jahren. Von 3 Jahren? Ja. Und der hat das auch nicht gewusst? Nein. Aber der hat das doch mitbekommen, wenn du ihm den Mund bewegt hast oder wenn du vielleicht, wenn er dich mal ertappt hat, wie du gesprochen hast mit jemandem? Ja, dann habe ich immer schnell Ausreden gefunden. Lief das sexuell für dich befriedigend in der Beziehung mit dem Freund? Nein, gar nicht. Weißt du, warum ich das frage? Nein. Weil ich die Sorge habe, dass man dir sexuell auch irgendwas Schlimmes angetan hat früher, vielleicht der Vater. Ja, ich bin sexuell belästigt worden. Du hast es gerade schon gesagt. Und vielleicht ist belästigt noch das ein vielleicht viel zu harmloseres Wort. Weil das kann die Seelen so durcheinander bringen, wenn das mit Kindern gemacht wird. Daniela, ich bin auch der Auffassung, dass du ganz dringend zu einem Therapeuten musst. Du hast ja gerade schon quasi die Notlampen selbst angemacht, indem du sagst, ich werde verrückt dabei und es wird immer schlimmer. Das heißt, da muss jetzt wirklich jemand ran, der Ahnung hat von solchen Sachen. Das muss ein guter Therapeut sein. Das kann ja auch ein Arzt, so eine Kombination Arzt-Therapeut sein. Und wenn du sagst, die haben alle keine Zeit und so weiter, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht in so einer Notsituation ist, das so gut zu organisieren. Deshalb möchte ich, dass du jetzt auch mit meiner Psychologin redest, die dir einfach praktische Tipps gibt, wie du das am besten schnell anstellst, zu einem ordentlichen Therapeuten zu kommen. Ja. Und noch ein Tipp von meiner Seite. Man guckt in die Leute ja nie rein. Sei nicht entmutigt, wenn der Erste, bei dem du einen Termin bekommst, wenn das nicht gut läuft, wenn du einfach kein gutes Gefühl zu dem hast oder wenn du das Gefühl hast, der nimmt mich nicht ernst, da musst du einen anderen suchen. Ja. Da darfst du nicht so schnell aufgeben. Das ist ja bei Ärzten manchmal genauso, dass man denkt, mit dem geht das irgendwie nicht. Ich muss zu einem anderen Arzt gehen. Ja, ich versuch's. Also auf jeden Fall muss was passieren. Ja, ne? Ich denke auch, ja. Da muss unbedingt was passieren. Ja, unbedingt. Und da musst du jetzt auch alles ransetzen, das musst du für dich tun und für dein Leben, für deine Lebensqualität, damit du vielleicht auch befreiter und schöner leben kannst demnächst. Ja, aber das Problem ist, ich habe Angst, was ist, wenn die nicht mehr da sind? Was ist danach? Aber wenn ich dann alleine oder... Aber weißt du, das ist genau der Punkt, den du ganz in Ruhe mit dem Therapeuten besprechen kannst. Irgendwann wird es so sein, das hoffe ich, dass du dich gar nicht alleine fühlst, wenn die nicht mehr da sind. Aber darüber muss man jetzt noch gar nicht spekulieren. Lass dich mal einfach ein auf diese Therapiesituation. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein lang, komplizierter Prozess. So, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Okay, danke. Okay, Daniela, alles Gute. Danke, tschüss. Morgen heißt unser Thema, diese Lüge belastet mein Leben. Das ist die Sendung morgen, unsere Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Hier über unsere schicke neue Telefonnummer, die natürlich auch kostenfrei ist für euch, 0800 220 50 50 oder ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de. Birgit, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Birgit, dein Thema. Ja, also es ist so, mein Freund möchte gern einen Dreier haben, aber ich bin noch nicht so ganz dazu überredet oder sagen wir so, ich habe da halt noch meine Bedenken. Wie lange seid ihr ein Paar schon? Seit einem halben Jahr. Erst seit einem halben Jahr. Und schon hat er so abwegige Wünsche, Fantasien. Ja gut, so abwegig in dem Sinn sind die ja gar nicht. Aber es ist halt, ich habe da halt noch meine Ängste. Was heißt denn Dreier? Will er einen Mann dabei haben oder eine Frau? Eine Frau. Ja. Wie stellt er sich das vor? So richtig, sollst du dann mit der Frau auch? Oder habt ihr da schon drüber gesprochen, wie das konkret ablaufen soll? Wie das konkret ablaufen soll, noch nicht. Ich denke, dass er da halt dann mehr so der Genießer sein wird, denke ich.
Ja, ja, aber die Frage also gut, ist... Ich glaube nicht, dass ich dann auch mit der Frau da was machen soll in dem Sinn. Also ist ja eine wichtige Frage, die geklärt werden muss vorher, ne? Nicht, dass du dann da in eine Situation gerätst, was überhaupt nicht dein Ding ist. Ja, das ist auch klar, ja. Aber ich denke, da würde er mich dann, wenn wir wirklich so weit kommen würden, auch nicht zwingen, das glaube ich nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du so grundsätzlich das gar nicht so abwegig findest, aber dass du im Moment noch nicht dazu bereit bist oder es noch nicht willst? Ist es so? Genau, also grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt so viel dagegen, aber halt, ich habe dann halt irgendwie meine Ängste, dass er dann denkt, die andere ist besser oder er liebt mich dann nicht mehr. Mhm. Ich meine, die Gefahr besteht natürlich auch, wenn du noch ein paar Jahre wartest, dass man die Angst hat als Partnerin jetzt in dem Fall. Ja klar, aber ich meine irgendwie, ich weiß nicht, was er dann vielleicht auch machen müsste, um mich davon halt zu überzeugen oder so, dass ich da keine Angst zu haben brauche. Ja, was hatte er sich denn vorgestellt, wer das überhaupt sein sollte? Eine fremde Frau oder jemand aus dem Bekanntenkreis? Ich glaube, da ist für ihn beides möglich in dem Sinn. Also wenn dann wäre mir persönlich eine Fremde in dem Sinn lieber. Ja. Weil wenn das irgendjemand aus dem Bekanntenkreis ist, den man dann immer wieder sieht. Das verkompliziert alles, verstehe ich, ja, ja. Genau, das wäre auf keinen Fall so gut. Also wenn du hundertprozentig sicher wärst, das ist für den nur eine Sexgeschichte, der verknallt sich nicht in die oder der findet die nicht begehrenswerter oder so, dann wär's für dich eher okay. Genau, das ja. Ja, also dann müsstet ihr da irgendwie eine Annäherung finden, ne? Dass er dir das auch glaubhaft rüberbringt, dass das dann nur eine sexuelle Geschichte ist. Schwierig. Ja, das ist es schon. Setzt er dich irgendwie auch ein bisschen unter Druck, dass er sagt, ich will das jetzt endlich mal erleben und machen und entscheide dich mal und stell dich nicht so an oder so? Mit entscheide dich mal und so eigentlich überhaupt nicht, nee. Also so in dem Sinne unter Druck setzen, ich habe ja auch bisher dann immer halt einfach Nein gesagt und so. Also das hat halt gemeint, ja, irgendwann schon und ja. Ich muss dennoch ehrlich sagen, dass mich das ein bisschen wundert, wenn man erst ein halbes Jahr zusammen ist, dass man dann schon, also ist ja irgendwie üblich, dass man so die erste Zeit mit sich genug hat, ne? Ja gut, ich meine, es ist auch so, seit wir halt auch zusammen sind, dadurch, dass wir eigentlich in gleichen Personalwohnungen wohnen, wohnen wir eigentlich auch zusammen. Also wirklich, also wenn wir arbeiten oder einer Schule hat oder so, dann... Ja, heißt das, dass er jetzt irgendwie bei dir in der Nähe ist? Nein, jetzt ist er gerade nicht da. Schade, ich hätte ihn gerne was gefragt. Ja, aber nee, er ist leider nicht da. Nein. Ja. Sonst wäre es vielleicht auch jetzt einfacher gewesen, aber... Bin leider nur ich da. Also, jetzt heißt das, die Birgit ist grundsätzlich interessiert und auch ist auch eine gewisse Neugierde bei dir, sowas mal zu erleben? Ja, doch schon. Ich würde an deiner Stelle, wie gesagt, auf keinen Fall da irgendwie mich unter Druck setzen lassen. Ist ja auch nicht der Fall, aber um es schon mal nochmal zu unterstreichen und mir auch Zeit lassen und dieses ganz klar mit ihm besprechen. Hier, pass auf, ich finde es ganz gut, aber ich muss irgendwie so eine Sicherheit haben, dass du mir sagst, das ist nur eine Sexgeschichte. Das liegt dann vielleicht auch an der Auswahl, wie man diese Frau rekrutiert, woher die kommt. Das muss er dir wirklich glaubhaft rüberbringen. Ja klar, das ist halt dann auch schwierig, wo, auch wenn ich dann ja sage, wo findet man dann so jemanden? Leider nicht vermitteln. Ja, nein, das ist klar. Nein, aber wenn, es ist halt einfach schwierig. Aber absoluter Grundsatz sollte sein, Birgit, mach es nur, wenn du wirklich ein gutes Gefühl dabei hast. Und lass dich nicht manipulieren irgendwie. Und wenn das noch ein halbes Jahr dauert oder noch ein Jahr dauert, bis ihr das macht, ist es auch okay. Ne, das hat Zeit. Es hat wirklich Zeit. Ja, das ist klar, das hat Zeit. Mach es, wenn du wirklich das Gefühl hast, okay, das ist eine gute Geschichte, so, jetzt versuche ich das mal und dann machen wir das. Okay. Viel Erfolg und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gunter Papperitz. Morgen heißt unser Thema, diese Lüge belastet mein Leben. Morgen um 1 Uhr bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen. Dann sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.